Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich einen kleinen Quick-Tipp mitgeben, und zwar für alle Fuji-User, die schon immer damit geliebäugelt haben, andere Objektive an der Fuji nutzen zu können, weil sie vielleicht noch Altglas haben. Und ich habe mir dazu mal meinen neuen Adapter, und zwar ist der manuell von K&F, dazu genommen. Und den werde ich jetzt mal an die Kamera hier ranbauen, um dir auch zu zeigen, dass das geht zum einen. Dann machen wir das Wildrox ab. Adapterring ran, zack, da rastet echt satt ein, ziemlich cool. So, und dann habe ich mein Canon-Objektiv dran. Ich kann es aber nicht mit diesem manuellen Adapter im Fokus benutzen. Das heißt, ich kann keinen Autofokus einsetzen, ich kann auch keinen Bildstabi einschalten, aber ich kann Fotos mit der Linse machen. Das ist ja das, was ich möchte. Ein paar Einschränkungen habe ich, klar, ich muss manuell fokussieren. Aber was du wissen solltest, du musst die Kamera dementsprechend noch einstellen. Und zwar gehst du auf manuellen Fokus hier vorne. Ich zeige das mal in der Kamera hier vorne. Dann gehst du rüber auf manuell und dann gehst du ins Menü und musst die Kamera noch vorbereiten und dir sagen, dass sie ohne Objektiv auslösen soll, damit du es komplett manuell benutzen kannst. Und dann gehst du in das Menü der Fuji rein, gehst dann links auf dem Reiter, den du hast, mit den verschiedenen Symbolen ganz nach unten. Ist ein bisschen unübersichtlich teilweise, aber das geht. Ganz nach unten, gehst rechts rüber. Gehst dann ungefähr auf die Mitte, bei Tastenrad-Einstellungen, wieder nach rechts. Und dann musst du auf die zweite Seite. Fuji hat hier bei mir drei Seiten. Gehst auf die zweite Seite. Und auf Aufnahme ohne Objektiv. Und da müsste bei dir jetzt ein Aus daneben stehen. Da gehst du nach rechts. Und dann gehst du auf An. Bestätigst es mit OK. Und schon kannst du dein Objektiv mit einem manuellen Adapterring komplett manuell benutzen. Also egal welcher Hersteller das ist. Bei mir geht das wunderbar. Ich habe mir auch die Kantenanhebung auf blau gemacht, nicht wie bei Sony auf rot. Und ja, ich kann damit ein Foto machen. Also, wenn du diese Einstellung noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, hat dir etwas gebracht, wenn du vorhast, deine anderen Objektive an der Fuji zu benutzen. Und wenn du einen Adapter benutzt, schreib mir bitte mal in die Kommentare, welchen. Das würde mich sehr interessieren. Lass uns da ein bisschen austauschen. Da hätte ich sehr Interesse daran. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das war hilfreich, du hast das mitgenommen aus diesem Video und vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!